Wie ist das so in dem Winteranzug? Wie ist das so in dem Winteranzug? Muckelig. Der ist schön kuschelig. So, herzlich willkommen mal wieder bei einem Video von mir. Ich muss zugeben, dass dieses Video wirklich lang gedauert hat und mich wirklich einiges an Schweiß und Nerven gekostet hat. Denn einige Dinge haben sich da als ein bisschen komplizierter herausgestellt, als ich mir das vorgestellt habe. Ich komme ursprünglich aus der Fotogeschichte. Und in der Fotografie funktioniert Farbkorrektur ein kleines bisschen anders als im Video. Deswegen hatte ich mir das zugegebenermaßen etwas leichter vorgestellt, aber wenn ich es dann mal wissen will, dann will ich es auch wissen. Außerdem haben mich viele bei diesem Video unterstützt und ich möchte da grundsätzlich keinen hängen lassen. Möchte mir aber auch kurz entschuldigen dafür, dass es wirklich so lange gedauert hat, aber ich hatte bis vor kurzem eine Geschichte in dieser ganzen, in diesem ganzen Projekt, von der ich nicht, da war ich nicht zufrieden. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann kann ich das nicht rausschicken. Ich muss da dahinter stehen und ich muss das muss schon vernünftig sein alles. Auch da nochmal vielen lieben Dank an den Max, der mir da wirklich den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Das war wirklich Gold wert, nachts um zwei. Gut. So, worum geht's? Es geht um jagdliche Tarnung und zwar um jagdliche Tarnbekleidung. Jeder von uns hat im Schrank irgendwie ganz viel Klamotten hängen, wahrscheinlich tausendmal mehr als er braucht, zumindest wenn man so ausrüstungsverrückt ist wie ich und meine Crew. Und da fragt man sich doch irgendwann mal, wenn man beieinander sitzt, funktioniert das überhaupt und wie funktioniert das überhaupt und was ist denn jetzt das Beste und ja. So, also haben wir uns getroffen und haben alles zusammengeschmissen, was wir finden konnten, was in unseren Schränken hing und was sich irgendwie angeboten hat. Und dabei haben wir 12 der zu dem Zeitpunkt gängigsten jagdlichen Tarnmuster, Camouflage-Geschichten zusammengetragen, die wir selber besessen haben. Eine Sache, da hat uns der Manuel unterstützt vom Pirscher Shop, da könnt ihr mal reingucken. Ich verlinke euch den auch unten in der Beschreibung, wie auch die ganzen anderen Informationen zu dem Video, da guckt ihr bitte mal rein. Das war ein sehr netter Zug und da möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken. So, also, jagdliche Tarnung. Warum muss man das überhaupt untersuchen? Wieso, weshalb, warum? Wild sieht anders als wir Menschen. Das hat biologische Gründe. Das Auge, die Lichter, wie ihr es auch immer nennen wollt, von Schalenwild, das ist anders aufgebaut als das menschliche Auge. Es gibt ja im Tierreich zahlreiche Geschichten, wo die Wahrnehmung einfach komplett anders funktioniert. Es gibt Federwild, das UV-Licht sehen kann, was ja gerade bei Raubvögeln, bei der Jagd zum Beispiel, auf Kleinsäuger, Stichwort Urinspuren folgen, ja eine wichtige Rolle spielt. Und bei Schalenwild ist es so, wir machen es uns mal leicht an der Stelle, sagen wir mal, die sind rot-grün blind. Ja, das hat was mit den Rezeptoren zu tun für die verschiedenen Wellenlängen, die Schalenwild in den Augen hat. Ich möchte jetzt hier keine wissenschaftliche Abhandlung machen über Biologie und die Geschichten. Ich werde da unten auch noch mal gucken, ob ich euch da, wenn sich jemand detaillierter damit beschäftigen will, einen Link reinpacken kann unten in die Beschreibung. An der Stelle soll das mal genügen. Ne? Ich habe jetzt versucht, zusammen mit meiner Truppe euch Aufnahmen zu machen von diesen ganzen Tarnmustern. Und die digital so nachzuarbeiten, dass man eben diesen Eindruck zumindest bekommen kann, wie es denn nun sein könnte. Ich sage bewusst könnte, weil ich habe da wirklich alles reingeworfen, was ich an Recherchearbeit leisten konnte, was ich an
an Technik reinwerfen konnte, was ich an Wissen und an Enthusiasmus reinwerfen konnte. Ich muss aber nicht, ich habe bestimmt nicht die absolute Wahrheit gepachtet. Eine Sache, die mich besonders zwischendrin irritiert hat, war, dazu gibt es, zu dem Thema gibt es relativ viele Printartikel. Also jedes größere jagdliche Magazin hat sich da in irgendeiner Form schon mal damit beschäftigt. Zum Teil mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen oder Darstellungsweisen, sagen wir mal. Was mich dann auch sehr viel Zeit in diese ganze Farbkorrektur stecken hat lassen, denn irgendwie kam mir das so ein bisschen spanisch vor. Ich will da auch niemandem was vorwerfen, das ganz vorweg. Nur, sagen wir mal, es gibt im Film- und Fernsehbereich so eine alte Weisheit, die nennt sich Wirkung vor Logik. Und es erschien mir nicht immer ganz logisch, was ich da gesehen habe. Das wirkte aber sehr gut. Was auch immer das heißen mag. Also wie gesagt, ich will da niemandem was unterstellen, aber ich konnte es nicht immer nachvollziehen. Sagen wir es mal so. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist meine persönliche Meinung, meine Interpretation, und sollte jemand da Hinweise haben, dass ich mich da in irgendeiner Form getäuscht haben sollte, dann bitte kommentiert die gerne unten rein. Ich werde euch mit Sicherheit nicht sagen, wie ich es gemacht habe, weil das hat mich jetzt wirklich Monate gekostet. Aber man kann immer drüber reden, solange es nett und freundlich ist. Okay, genug palavert. Was haben wir gemacht? Also, wir haben die 12 Muster genommen und haben sie einmal auf einer Wiese gedreht und einmal im Holz. Das hat mit unterschiedlichen Lichtsituationen zu tun und mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Grüntönen und mit unterschiedlichen Situationen, in denen wir einfach mal darstellen wollten, wie könnte das ausschauen. Wenn ihr euch jetzt gleich die Szenen anschaut, ne, das Ganze zieht sich ja auch ein bisschen, macht ruhig an verschiedenen Stellen auch mal Pause im Video und guckt euch das in Ruhe an. Ja. Ich wollte das jetzt im Schnitt nicht machen, das könnt ihr selber machen und jeder möchte ja vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle sehen. Genau, bevor wir aber in die Darstellung der einzelnen Muster und in die Überarbeitung aus Wildsicht gehen, will ich euch nochmal ganz kurz vorstellen, welche Muster wir alle haben. Und dann gehen wir direkt in den Wald und ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie zumindest meine oder unsere Interpretation der einzelnen Wirkungsweisen lautet. In diesem Sinne, ab in den Wald. So, welche Muster haben wir jetzt? Und bitte. Also einmal ganz normales Jagdgrün, wie es wahrscheinlich jeder trägt. Dann Rückjagdorange. Das ist True Timber HTC Green. Cryptek Mandrake. Realtree APG, auch in der Winterausführung. das war Realtree Extra Green. Realtree Max 4, eigentlich für so schilfige Waterfowl-Geschichten gedacht. Realtree Extra, ohne Green. Der Seeland Leafy Anzug, 3D. Dann ein Camouflage Anzug von Deer Hunter. Von Gore, das Optifade Ground Forest. Und nochmal eine Winterjacke, die Cryptek Highlander. Die geilste Kombo ist eigentlich alles zusammen. warte, schmeiß. Einfach nur. Das ist alles auf einmal. Oh, hallo. Hallo. Verrückt. Die Hände haben einen Besitzer. Ach ja, schön. Gut. Und los geht's. Oben seht ihr die normale Sicht, wie du, ich oder wir.
unten die des Wildes. Und man sieht schon, dass hier einige Farben fehlen und einiges im Grau verschwindet. Hier haben wir jetzt das klassische Jagdgrün mit Rucksack, Waffe und Hut. So, und ich habe mir erstmal hier einen Gang ausgedacht entlang dieser Heckenkante. Dann haben wir hier gleich die erste Position, wo wir mal kurz stehen bleiben. Das würde sich dann auch anbieten zum Pause machen, wenn sich jemand in Ruhe anschauen will. Und da sieht man schon, dass es eigentlich schon ins Grau abdriftet. Aber jetzt, wo man steht und etwas weiter geht und auch von hinten mit den Tönen, also ich finde, so wahnsinnig rausstechen tut da gar nichts. Ja. Jetzt geht es unter einen Überhang von einem Baum, wo ein schöner Schattenfleck war, wo also das Licht deutlich weniger ist. Und man sieht hier, eigentlich verschwindet man hier ganz gut. Nur der Hinweis, guckt euch die Hände und das Gesicht an, 3 helle Flecken. Ne? So, dann ab nach Hause, Schneider. So, nächstes, Drückjagd Orange. Ne? Und zur Lichtsituation vielleicht ganz kurz, an dem Tag war es so ein bisschen wechselhaft bewölkt, deswegen ändert sich das Licht hier und da auch. Ich wollte es aber ganz konkret nicht so krass anpassen, um da nichts zu verfälschen. Tatsache ist, dass es oben sehr stark leuchtet und unten im Endeffekt auch relativ gut rausleuchtet. Es driftet zwar ein bisschen immer wieder so in leichte Grüntöne ab, jetzt zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr, sehr hell. Ne? Gucken wir uns aber später auch im Holz nochmal an, jetzt kurz im Schatten und siehe da, sobald diese direkte Leuchtreflexion durch die Sonne weg ist, bleibt es hell, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr so knallig. Dann als drittes True Timber HTC Green. Das ist so eine Geschichte, die gibt es bei Base Pro in den USA, das Urlaubsmitbringsel von einem von uns. Auch hier insgesamt ja ein sehr helles Muster. Wer es nicht mehr ganz im Kopf hat, soll gerne nochmal zurückspringen zur Version oder zu der Stelle, wo ich die alle einzeln vorgestellt habe. Hier sehen wir jetzt an der ersten Position auch im Großen und Ganzen bei wenig Bewegung, wie jetzt gerade, eigentlich durchaus vertretbar. Ne? Der Arm raucht aber auch ziemlich ab und glänzt raus. Der ist aber oben auch sehr hell. Ja? Also weiß oder hellbeige bleibt hellbeige. Da ändert auch nichts, dass die Farben fehlen. Und hier sieht man es auch nochmal. Also ein insgesamt eher helles Muster und auch sehr gleichförmig mit eben so Mikrostruktur drin. Also Silhouette meiner Meinung nach noch deutlich zu erkennen. Als nächstes kommt Cryptek Mandrake. Das ist ja auch so ein relativ modernes Muster. Meiner Meinung nach eigentlich auch zu viel Mikro-Pattern, also die kleinen Strukturen, wenig große Flächen und insgesamt recht hell. Funktioniert hier stellenweise, hier und da stellenweise ganz gut. Auch hier jetzt im Abhocken. Ich finde allerdings, dass es schon einen Tacken heller ist nochmal als andere Muster. Ist jetzt aber auch vielleicht nicht unbedingt primär für unsere Breiten gedacht, sondern wahrscheinlich eher so ein bisschen für etwas wüstigere Kojotenecken oder so. Nichtsdestotrotz hier nochmal im Dunklen und am Überhang. Und da sieht man halt auch, ein Männlein steht im Walde. Also ist meiner Meinung nach in der Form bei uns nicht ganz so optimal, wenn ich ehrlich bin. So. Dann haben wir als nächstes Realtree APG. Ein Anzug, übrigens ein Winteranzug. Es war schweineheiß in dem Drecksding im Sommer. Mit dem ich eigentlich relativ viel losgezogen bin die ersten Jahre. Ich mag den auch sehr gerne. Ist eine Deerhunter-Geschichte. Sehr durchdacht mit eingebauten Sitzkissen und so weiter. Ja, also wie gesagt, Sonneneinstrahlung hier wieder definitiv ein Thema. Aber jetzt zum Beispiel hier im Abhocken, finde ich, kann man damit absolut arbeiten. Ja. Es geht ja auch immer darum, ihr müsst ja immer bedenken, ihr wisst ja, wo ich bin, ne? Oder wo wir sind, je nachdem, wer gerade durchs Bild läuft. Das Wild weiß ja nicht, dass da jemand ist, optimalerweise, weil ihr schon sitzt. Ja. Also bitte nicht vergessen. So, hier, finde ich, sieht man auch nochmal ganz gut, dass sich also schon dunklere und hellere Stellen bilden in dem Muster und die Silhouette nicht mehr so ist, aber die Hände waren wieder ganz deutlich zu sehen. Also fand ich jetzt aber, bin ich zufrieden. Also da würde ich weiter mit rausgehen. Das ist ein Anzug in Realtree Extra Green. Also nochmal das mit größeren, grüneren Flecken drin. Auch da brennt der rechte Arm komischerweise wieder ziemlich ab. Ja. Der reflektiert da sehr stark. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel an der Halteposition bin,
Ja, also es ist nicht mehr zwangsläufig, finde ich, eine menschliche Silhouette. Ja. Da hat es der, wer war das? Der Christoph ein bisschen eilig. Auf jeden Fall geht es weiter unter die dunkle Position. Ja, also keine deutliche Besserung in Sicht, wenn die Sonne weg ist, finde ich. Auch im Mittelfeld, würde ich sagen. So, dann ist die Sonne rausgekommen. Da kommt jetzt ein Realtree Max 4. Das ist der, mein lieber Freund Gabriel, der den sehr gern getragen hat. Mal schauen, ob er das gleich immer noch macht ab sofort. Ich finde den, der schon sehr hell. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ja ein Schilfmuster. Und Schilf hat ja insgesamt relativ wenig Grünanteile. Das heißt, das dürfte sich in dem Schilf, ja, dürfte der ganz gut funktionieren. Hier muss ich sagen, also Max 4 im Wald und in sehr grünen Hintergründen, ist einfach nicht dafür gemacht. Da kann man dem Hersteller keinen Vorwurf machen. Aber bloß weil man es daheim liegen hat, würde ich eventuell eher davon absehen, weil hier sieht man es auch nochmal, also da steht halt einfach einer. Punkt aus Äpfel. Ne? So, ab nach Hause. Weiter geht's. Nächstes Muster, Realtree Extra. Also die vorletzte Geschichte, aber ohne diese extra Grünanteile. Und auch da mag ich meinen, dass es durchaus sehr hell rüberkommt. Ne? Man sieht schon hier und da, wie einzelne Flecken dann ins grünlich-gelbliche abdriften eben. Aber auch, würde ich sagen, eher eins von der helleren Seite. Hier sehen wir es auch nochmal. Gesicht und Kappe und Kopf, ich finde, da ist wenig Unterschied drin. Also das ist schon eher eine helle Geschichte. Kann aber im Herbst wahrscheinlich ganz gut funktionieren, wenn insgesamt weniger Grün vorhanden ist. Hier sieht man es auch nochmal vor dem dunklen Hintergrund. Ne? Also Silhouette ist schon noch vorhanden. So, dann haben wir den Seeland Leafy 3D Anzug. Den mag ich ja eigentlich sehr gern, weil man in dem nicht so brutal schwitzt. Das Ding ist nur, der ist sehr dunkel. Ne? Er hat sehr dunkle Anteile drin und hebt sich ja oben schon mal sehr stark in der normalen Sicht ab. Unten ebenfalls. Also die Silhouette, ich weiß nicht, ob die paar Fransen und das bisschen Gefutzel da so wahnsinnig viel bringt. Ich glaube, das fühlt sich einfach gut an. Aber ich glaube, er ist einfach zu dunkel. Also auch wieder eine sehr gleichförmige Verteilung. Allerdings halt in dunkel. Ja. Wenn da jetzt nochmal größere helle Flächen drin wären, glaube ich, könnte der wesentlich besser funktionieren. Wir gucken uns jetzt nochmal hier im dunklen Überhang an. Aha, dunkler Anzug, dunkler Überhang. Und da finde ich, das könnte jetzt auch mal ein dicker Baumstumpf sein. Das bin übrigens ich, also insofern darf ich dir sagen, mit dem dicken Baumstumpf. Kann also im Dunkeln ganz gut funktionieren. Mal hier. So, jetzt kam die Sonne raus und das ist der Deer Hunter Camo Anzug. Das hat keinen eigenen Namen. Ich persönlich muss sagen, mich persönlich spricht dieses Muster eher weniger an. Aber darum geht es ja nicht. Ne? Der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und da sehen wir jetzt schon, obwohl die Sonneneinstrahlung stark zugenommen hat, dass, wenn man sich die Hände mal wegdenkt, gerade jetzt in dieser abgehockten Position, das auch ein dicker Busch sein könnte. Spannend wird es jetzt nochmal in der etwas dunkleren Variante. Und siehe da. Also ich finde, das Ergebnis ist wirklich sehr gut. Da muss ich sagen, so sehr mir das Muster vorher persönlich nicht gefallen hat, ich glaube, es ist sehr effektiv. Hat auch einen hohen Gelbanteil drin, was glaube ich auch durchaus hilft. So, da haben wir den Optifade Ground Forest Anzug, den uns der Manuel freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die waren also mit die ersten, die mit diesem Digitalmuster um die Ecke kamen und auch dieses Mikro- und Makro-Ding so ein bisschen versucht haben, also diese kleinen und großen Flächen. Ich finde ihn aber immer noch, geht so. Ja. Da bin ich jetzt überschaubar begeistert, zumindest wenn es im hellen Sonnenlicht daherkommt. Jetzt schauen wir mal, wie es in der Dunkelheit ist. Besser, auf jeden Fall besser. Ne? Hinter einem Bodensitz oder auch ein bisschen erhöht dann auf dem Sitz gar nicht mal so schlecht. Ich glaube aber, da ist noch Luft nach oben. Ist aber auf jeden Fall nutzbar, finde ich.
So, und zu guter Letzt ein weiterer Winteranzug. Der Ali, mein lieber Freund, hat auch sehr geschwitzt. Kryptek Highlander. Ja? Also mit Kryptek irgendwie ist es nicht für unsere Breiten gemacht, finde ich. Ne? Auch da bin ich der Meinung, das ist ja so ein bisschen bräunlicheres Muster, beige-bräunlich. Da bin ich der Meinung, dass das in entsprechenden Umgebungen sehr gut funktionieren kann, weil man die Struktur auch auf die Distanz im Video ganz gut erkennen kann. Es ist aber meiner Meinung nach insgesamt grundsätzlich zu hell. Also die Farbtöne sind grundsätzlich zu hell. Im Hintergrund schnarcht übrigens mein Hundewelpe, falls sich jemand wundert. Ja. Aber da weiß ich wenigstens, wo sie ist. So, hier unterm Baum sieht man es halt auch nochmal ganz deutlich. Also, ne, das Männlein, das im Walde steht, in dem Fall der liebe Ali. Und er freut sich in 3 Sekunden auch, dass er den Anzug wieder ausziehen darf. Weil, wie gesagt, Winterversion. So, und dann geht's in den Wald rein. Wir machen weiter mit dem normalen Jägergrün. Sind jetzt aber auf so eine Links-Rechts-Variante gegangen. Vor einem Baum, also man sieht hier auch nochmal schön die Farbunterschiede zwischen Jacke, Hose und, sagen wir mal, Hüftbereich. Aber vor dem Baum kein Problem. Jetzt sind wir hier in so ein bisschen etwas sonnendurchfluteteren Gegend, wo das Licht so ein bisschen durchbricht. Gehen jetzt mal hinter an eine Stelle, wo wir gegen das Stangenholz stehen. Und auch da, ja, der Oberkörper ist halt ein großer dunkler Fleck, aber gerade im unteren Bereich, finde ich, mit den 2 verschiedenen etwas helleren Grüntönen, ist es gar nicht mal so schlecht, finde ich. Also das hat mich auch wirklich überrascht. Jetzt geht es in die pralle Sonne. Ja gut, also ich meine, ich werde jetzt kaum auf der Leiter sitzen bleiben, aber also würde ich da hocken, eine menschliche Silhouette ist jetzt für mich nicht zwangsläufig erkennbar. Jetzt geht es in diese offene Leiter rein. Das ist ja doch eine klassische Situation, die meisten von uns kennen dürften. So, Waffe ablegen, genau. Und? Also ich finde es okay, allerdings kommen da wieder die hellen Oberschenkel, ne? Die sind halt, die brennen da schon gut weg. Trotzdem, menschliche Silhouette, meiner Meinung nach, gebrochen. Das Drückjagd-Orange. Und jetzt sehen wir den Unterschied zu der direkten Sonneneinstrahlung. Wenn das nicht so knallt und nicht so krass reflektiert, ja, wird das im Großen und Ganzen vom Farbspektrum her eigentlich ganz gut aufgesogen von der Umgebung. Soll heißen, wenn ihr die Wahl habt, einen Drückjagdstand in der Sonne und einen Drückjagdstand im Schatten. Also ich persönlich würde mich in Zukunft tendenziell eher für den im Schatten entscheiden. Auch hier nochmal gegen den in Anführungszeichen Horizont vorm Hochwald. Total okay, aber man sieht zum Beispiel die unifarbene Hose, das sind halt einfach 2 Steckerl, ne? Also 2 deutlich erkennbare Geschichten. Und jetzt sehen wir das, was wir auf der Wiese vorher nochmal gesehen haben. Volle Sonneneinstrahlung auch oben auf dem Sitz und das Ding leuchtet halt raus ohne Ende. Und das war auch so das, was mich daran so ein bisschen stutzig gemacht hat und weswegen ich so lange an der Farbkorrektur gearbeitet habe. Aber ich kann keinen weiteren Fehler in meiner Denkweise mehr erkennen. Also in direkter Sonneneinstrahlung erscheint mir dieses Orange, vorsichtig ausgedrückt, gefährlich. So, dann haben wir wieder den Anzug True Timber HTC Green. Auch hier sieht man wieder ganz schön, vor dem Baum funktioniert das wunderbar, links wie rechts. Und die Struktur ist halt ganz gut, ne? War aber draußen auf der Wiese ja auch eins von den, meine ich, etwas helleren Mustern. Auch hier jetzt im Freifeld sieht man da also immer noch, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Und hier jetzt in der knalligen Sonne, ja, da kommt es wieder zum Tragen, dass es halt einen sehr hohen Beige-Anteil hat. Und das reflektiert einfach sehr stark. Und Reflexion bleibt Reflexion. Ja. Was haben wir jetzt auf der Leiter? Genau. Da sieht man es also auch nochmal, wobei da die Umgebung auch so hell ist, dass es da komischerweise gar nicht so viel ausmacht. Wie gesagt, auf der Leiter bleibt keiner hocken, wir gehen da doch bis zum Ende hoch. Ja, und hier oben im Vergleich zu den Händen, die nichts drauf haben, es ist schon sehr hell. Ne? Also, sage ich mal, beinahe durchweg. Jawohl, Hallöchen. So. Dann haben wir Kryptek Mandrake. Das war draußen ja wirklich viel zu hell. Da muss ich sagen, im Holz geht es. Obwohl auch vor dem Baum da immer noch mehr geht. Haben wir ja gerade auch gesehen. Und auch hier, also ich erkenne halt da ganz klar, jetzt driftet es vielleicht mal ein bisschen weg. Aber im Großen und Ganzen
da funktioniert sehr gut. Ja, nur die Frage ist halt immer, muss ja doch eine gewisse breite Masse an Situationen abdecken, ob man das dann immer genau so trifft. Ja. Jetzt nochmal schnell abwarten, bis wir oben sind. Auf der Leiter, wie zu erwarten, jawohl, Lampe an. Und oben auf dem Sitz, wo es dann wieder etwas schattiger wurde. Das war ein bisschen kompliziert, da reinzuklettern. Ja, also, ne, da brennt das schon sauber hoch. Und wenn man dann die Arme bewegt, was man ja vielleicht doch beim Jagen ab und zu mal macht, ja, hier sieht man es. Also die Bewegung, und darauf ist das Wild ja im Endeffekt auch stark geeicht, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, bei uns ist Kryptek sehr problematisch. Zumindest die zwei Muster, die wir hatten. So, dann der Realtree APG-Anzug. Und auch da muss ich sagen, es ist wirklich mittlerweile fast ein altes Muster, aber es hat halt relativ viel Grün und Braun drin, auch dunkle und helle Flecken. Und ich finde das gut. Ja, also nicht, weil es meiner ist, ist ja wurscht. Ich finde es wirklich in Ordnung. Ja. Also da kann man mitarbeiten. Auch hier jetzt gegen den Hintergrund. Also ich finde, wenn ich mich da ruhig verhalte, ja, und wenig bewege, ich finde das nicht schlecht. Einmal hoch auf den Sitz. Durch die Sonne. Da brennt alles ab. Also direkt in der Sonne brennt wirklich alles ab. So, einmal reingeklettert. Da merkt man dann wieder die hohen Beige-Anteile. Also ich sag's, wie es ist, so schön wie es manchmal sein mag, in der direkten Sonne, im direkten Sonnenlicht, es rangiert für mich nach den Aufnahmen mittlerweile genauso wie im Wind sitzen. So, schwupp, und da kommt der Christoph mit Realtree Extra Green. Auch nicht schlecht, finde ich. Ne? Also da am Baum ist es okay. Jetzt hier in der Freifläche wieder mehr Kontrast. Jetzt schauen wir mal hier gegen diesen Horizont. Joa, also könnte man mitarbeiten, glaube ich, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. So, einmal noch hoch auf den Sitz. So, genau, schwingen die Hufe. Gazellenartig gleitet der Christoph auf den Sitz. Ah ja, gut. Okay, doch nicht. Ja. Mai, wie gesagt, Sitz in der prallen Sonne, ich würde es mir überlegen. Ich finde es nicht so schlimm wie bei anderen Mustern, aber es ist halt nicht optimal. So. Und schläft tief und fest. Als nächstes Max 4, der Gabriel mit seinem Schilfmuster. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das vor dem Baum nicht funktioniert. Ne? Ich glaube, wenn man sich den richtigen Hintergrund sucht, eher in die braunen Richtung, weniger grün, eher braun, dann kann das auch funktionieren. Aber es ist halt nicht dafür gemacht. Das muss man jetzt einmal wirklich nochmal sagen, ja. Sogar da könnte man, naja, oh, krabbelt irgendwas über die Linse. ja, ich glaube im Schilf, in einem Schilfgürtel, am Rand von einem Schilfgürtel oder im Herbst, wegen mir noch, kann man, glaube ich, damit arbeiten. Jetzt im Hochsommer oder im Frühjahr, wenn es grün ist, fehlt einfach der Grünanteil. Ja, schauen wir mal, wie sich es da oben macht. Ich habe sogar das Gefühl, fast eine kleine Prise besser als die anderen Muster. Aber so wirklich, es ist vielleicht ein bisschen besser. Also wenn jetzt die Sonne nicht mehr direkt drauf knallt, könnte man vielleicht da oben sogar damit arbeiten. Zack. Als nächstes Realtree Extra ohne Green. Und da sieht man zum Beispiel den Unterschied ganz schön, da fehlen die größeren dunklen Flächen, die jetzt das Green wären. Ne?
Und so ist es schon auch wieder eine relativ helle Geschichte. Also, ne, gut, in Jahreszeiten, wo das Grün fehlt, ja, vielleicht, aber im Moment eher nicht. Ist mir auch zu silhouettig, also ganz klar. Ich muss dazu sagen, der Ali ist 2 Meter schlag mich tot. Nichtsdestotrotz sollte das Muster ja auch bei großen Menschen funktionieren. So, einmal noch nach oben. Ins Krähennest. Ist ein bisschen piratenmäßig. Entschuldigung. Und? Oh, vorsichtig hier gesetzt, sehr schön. Waffe abgelegt. Ja, jetzt lehnt er sich zurück, ist in der prallen Sonne. Und auch wenn er sich jetzt abdeckt mit den Händen, ne, sobald er die Hände jetzt runternimmt. Nimm die Hände runter. Hände runter. Jawohl, zack. Weißer Oberkörper. Also, ja. Viel Beige drin. So, dann haben wir hier den Leafy-Anzug von mir. Und da muss ich sagen, aha. Sehr dunkel. Also, die amerikanischen Scharfschützen, die Sniper, bezeichnen sowas als Baumkrebs. Also irgendein dunkler Blob, der sich an einem natürlichen Element herauswulstet und so aussieht, als ob er da nicht hingehört. Und da hinten sehen wir es gleich nochmal. Ja. Also, es ist einfach zu dunkel. Da fehlen die hellen Stellen, da fehlen die hellen Anteile. Aber da sieht man mal schön, wie wichtig es ist, dass die Verteilung stimmt. Ne? Also ein Anzug in komplett dunkel ist irgendwie Quatsch und eine Klamotte in komplett hell ist halt auch Quatsch. Ich persönlich würde sogar behaupten, dass dass diese Makroflächen, also die großen Flächen, deutlich wichtiger sind als die Mikroflächen. Wer das Muster von Kuyu kennt, muss mal gucken, ob ich die irgendwie für den Test begeistern kann. Das besteht eigentlich nur aus Makroflächen. Allein deswegen würde ich das schon mal wahnsinnig gern testen. Wie gesagt, ich glaube, dass das Mikrozeug gar nicht so wichtig ist, aber es wäre mal rauszufinden. Zack, weg ist er. Jetzt kommt der Deer Hunter Camo Anzug wieder, der heller war als der andere. Und da muss ich sagen, er funktioniert auf jeden Fall besser. Jetzt, wenn man sich dreht, ein bisschen in die Sonne, ne? Die Beine sind relativ dunkel, aber er ist insgesamt einfach heller und ich finde, er bietet deswegen ein bisschen mehr Struktur. Jetzt sind wir im hell-dunkel-Schattenbereich, aber da hinten, naja, gut. Also, da stehen wir jetzt aber auch im Schatten von dem Baum, meine ich. Jetzt gucken wir mal. Aber erinnert euch, draußen auf der Wiese unter dem Baum im Schatten war der wirklich nicht schlecht. Ja, ich wollte den schon fast verschenken. Nein, behalte ich mal. Vielleicht verschenke ich den anderen. Mal schauen, ob der nächste Jungjäger um die Ecke kommt. Aber hier oben zum Beispiel, ja, es ist was Dunkles, aber ihr müsst ich erinnere nochmal dran, ihr wisst jetzt halt auch, dass da jemand sitzt. Ne? Wenn man sich nicht groß bewegt und vielleicht das Gesicht und die Hände nochmal vernünftig abtarnt. Also, ich muss gestehen, ich bin von dem positiv überrascht. Zack, und da ist er wieder. Wir haben Optifade Ground Forest. Ja, war ja so ein bisschen der Hot Shit vor 2 Jahren irgendwie. Ja, es ist nicht so schlecht. Man sieht jetzt halt hier an der Stelle wirklich mal eben auch wieder, ich reite da jetzt drauf rum auf diesen Makroflächen. Größere. Aha, Hund ist aufgewacht. Größere und kleinere Flächen. Größere, helle und dunkle Flächen. Nicht so verkehrt. Und auch da, wenn man sich jetzt direkt an den Baum heranlehnen würde, ja, es ist dunkel, aber man sieht trotzdem mehr Struktur, finde ich. Ja? So, einmal hoch die Leiter. Uzi. Aha, und hier sehen wir schon, da muschelt er sich aber ganz schön rein in den Baum, finde ich. Also nicht verkehrt auf jeden Fall. Nicht verkehrt, wenn man jetzt da noch ein Tarnnetz drüber hätte und es muss gar nicht einmal so besonders dicht sein, ne?
sondern nur um da mal nochmal zusätzlich so eine leichte Girlande. Wäre bei dem Sitz aber nicht möglich, weil man von unten reinsteigt und sich wahrscheinlich sonst alle Knochen bricht. Finde ich aber nicht schlecht. Könnte etwas heller sein, aber finde ich nicht schlecht. So, und zu guter Letzt, Cryptek Highlander, der Winteranzug. Schön dick eingepackt. Und auch da muss ich sagen, ja, der hat ja höhere Braunanteile drin als das Mandrake, meine ich. Und ja, das geht. Also es ist nicht so verkehrt. Ja? Zumal es, wie gesagt, ein Winteranzug ist und da ist eh wenig Grün im Spiel. Ja? Aber in so einem schönen, schmutzigen, dreckigen Winter kann der schon funktionieren. Und hier jetzt, also erstaunt, ja, hat er draußen im Licht überhaupt nicht funktioniert, ne? Der brannte ja raus, da finde ich den jetzt durchaus machbar. Es gibt übrigens von Cryptek noch ein neues Muster, Altitude heißt es. Das ist so eine Mischung aus Grau, Braun und Grün. Leider besitzt es von uns niemand. Und man muss das Zeug aus den USA bestellen. Bei uns ist es, glaube ich, nicht so richtig gut erhältlich. Vielleicht kriege ich das noch her. Würde ich wirklich gern mal testen. Ja. Aber auch hier muss man sagen, da oben macht es keine schlechte Figur. Ja. Und jetzt eben der Kontrast, ihr erinnert euch, draußen auf der Wiese war es überhaupt nichts. Drin im Holz funktioniert das gar nicht mal schlecht. Ja. Also finde ich sogar fast eins von den besten bis jetzt. Ne? So, und das war es auch erstmal soweit von hier aus dem Holz. So, das waren jetzt also die 12 Muster. In den zwei verschiedenen Situationen immer gegenüber. Jetzt kommt die große Frage, was ist das beste Muster und was davon taugt was und was davon taugt nichts? Also zu den einzelnen Mustern habe ich ja jeweils schon mal was in den Aufnahmen gesagt, wie ich die finde und wie ich das interpretiere. Da kamen ja immer wieder so Punkte raus wie Schatten, Sonneneinstrahlung, Hintergründe etc. Und genau das ist das Problem. Es gibt nicht das perfekte Tarnmuster, das eine Ding, das man sich jetzt kauft und sagt, jawohl, da bin ich mein Leben lang versorgt. Ich als bekennender Liebhaber von Ausrüstung finde das natürlich toll. Kann ich mir viel mehr Zeug nach Hause legen. Nein, Schmarrn, Spaß beiseite. Man muss einfach seine Bekleidung abstimmen auf die Verhältnisse, die gerade vorherrschen. Das ist jahreszeitenabhängig, es ist situationsabhängig. Bin ich auf einer geschlossenen Kanzel, bin ich auf einem offenen Sitz, sitze ich irgendwo vielleicht auch nur einfach am Boden mit einem Schemel oder gehe ich pirschen. Ja? Das sind einfach unterschiedliche Anforderungen und da kann man nicht sagen, das eine Ding funktioniert besser als das andere. Es gibt schon ein paar Sachen, die man berücksichtigen kann, aber da hatte ich euch ja, wie gesagt, vorhin schon mal darauf hingewiesen. Ein ganz großer Punkt und ich hoffe, ihr habt es in den Aufnahmen gesehen. Ich habe das mit Sicherheit auch ein paar Mal erwähnt. Hände und Gesicht ist ganz egal, was ihr tragt. Hände und Gesicht sind drei weiße Flecken. Wenn ihr das Glas hochnehmt, um irgendwie diese Szenerie abzuglasen oder so, und ihr bewegt die nackten Hände nach oben, dann sind das zwei helle Flecken. Und diese Bewegung, die ist meiner Erfahrung nach total tödlich. Deswegen, ich persönlich trage meistens leichte Handschuhe. Das sind einfach ganz normale, leichte Camouflage-Handschuhe, dunkelhell, das ist völlig egal. Hauptsache, die Haut reflektiert nicht so stark. Wer das natürlich noch ein bisschen krasser machen will, der kann mit einer Gesichtsmaske arbeiten. Ich mag diese Schlauchschals ganz gern. Warm, dünn, dick, keine Ahnung was. Die kann man sich auch mal so, ne, halb vors Gesicht ziehen, mit einer Mütze noch dazu. Ist da auch viel von dem Weißen weg. Aber das ist ein Punkt, den ich zumindest mittlerweile wirklich sehr stark beachte. So, was haben wir noch? Was hat mich überrascht? Ich war ausgesprochen überrascht, dass dieses normale jagdliche Grün, wenn da so ein bisschen Schattierungen mit drin sind, eigentlich sehr gut funktioniert. Zumindest in der klassischen Situation, man sitzt im Holz irgendwo, es ist vielleicht so ein bisschen schattig oder gar in der Kanzel, ist es egal. Da ist es gar nicht mal so verkehrt. Ja.
Also da spricht nichts dagegen, ganz normal, jagdlich, braun, grün reinzugehen. Ich würde persönlich aber versuchen, darauf zu achten, dass ich mir jetzt nicht ein Set kaufe, das komplett von oben bis unten in der gleichen Farbe ist, sondern da darf ruhig ein bisschen Variation drin sein, was Hose, Weste, Jacke, Ärmel, sowas angeht. Also grün, überraschend gut, muss ich sagen. Was mich auch beschäftigt hat lange, ist diese ganze Geschichte mit dem Signalorange. Da hat man ja im Video auch gesehen, wie völlig unterschiedlich dieses Orange funktioniert. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich habe auf alle Aufnahmen exakt die gleiche Farbkorrektur angewendet. Also ich habe nicht das eine Muster mal so hingedreht und das andere Muster so hingedreht, damit es nett aussieht. Die Bearbeitung ist durchweg exakt identisch. Mein Fazit aus dieser Orange-Geschichte, aus dieser Signalgeschichte ist, die Jacke, die ihr gesehen habt, die quasi komplett orange war, werde ich, glaube ich, nicht mehr anziehen, sondern ich werde eher mal gucken, Bekleidung zu finden, entweder mit einer Weste zu arbeiten oder mit einer Jacke zu arbeiten, die nochmal andere Farbschichten, andere Farbflächen mit drin hat, damit auch da punktuell orange vorhanden ist. Ich glaube, dass es speziell, wenn man dann doch auf dem Rückgangsstand landet, wo man von der prallen Sonne angestrahlt wird, was ja im Dezember auch ganz angenehm sein kann, dass man die Flächen, die doch tendenziell etwas mehr rausknallen im grellen Sonnenlicht, dass man die etwas reduziert. Dennoch natürlich auf die Sicherheit und auf die Sichtbarkeit achten. Ja, und das soll es im Endeffekt im Großen und Ganzen jetzt erstmal von mir gewesen sein. Mich würde interessieren, wie ihr die einzelnen Muster einschätzt oder ob ihr sagt, ihr habt jetzt nach den Aufnahmen einen bestimmten Favoriten. Schreibt das gern unten in die Kommentare rein. Ihr könnt auch gern unten reinschreiben, wenn ihr sagt, ich habe noch dieses und jenes Muster. Das würde mich mal interessieren. Wenn ich das in die Finger kriege irgendwie, dann mache ich das gerne in einem der nächsten Videos. Die Aufnahmen für Teil 2 sind schon gemacht. Da setze ich mich jetzt dann ran und mache das fertig. Ich möchte aber dieses Jahr definitiv wahrscheinlich dann auch wieder Richtung Sommer den dritten Teil machen. Hab da auch schon ein paar Muster im Auge und werde jetzt auf der IWA in ein paar Wochen auch versuchen, nochmal ein paar Hersteller an Land zu ziehen, die Bock haben, da mitzumachen. Denn ganz ehrlich, ich kann mir das Zeug nicht alles kaufen. Ich will mich da nicht bereichern, aber viele Hersteller haben da auch durchaus Interesse dran und ich finde, das ist nichts Schlimmes. So, habe ich was vergessen? Schlauer Zettel, bla bla bla. Ja, so, nee. Also ansonsten, wie gesagt, Teil 2 kommt demnächst. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann lasst am besten ein Abo da. Nach heutigem Stand der Dinge könnten wir in ein paar Tagen oder ein paar Wochen auch die 1000 Abonnenten knacken, was mich persönlich sehr freut, obwohl es jetzt nicht so wichtig ist, aber es ist ja doch so eine magische Grenze. Auf der IBA werde ich, wie gesagt, sein. Da werde ich auch mal gucken, was es Interessantes gibt. Und ansonsten, Instagram ist natürlich wie immer ein bisschen mehr los als hier auf dem Kanal, weil der Aufwand einfach geringer ist. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr die Ausdauer hattet, das Video bis zum Ende zu gucken. Lang ist es mit Sicherheit geworden. Teil 2 wird definitiv kürzer. Also, macht's gut, vielen Dank und wie gesagt, ich freue mich über Feedback, Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat. Bis dahin, bleibt mal heil und pfiat's euch, servus. Der Hund schläft übrigens unten auf meinem auf meinen Füßen. Ich mach mal noch ein Video. Honi. Honi. Hey. Hallo. Mäuschen.